Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Konzert. Einer von diesen drei Pianisten, den haben wir bereits gehört, der Marius Mantali, der war bei uns in Appenzell in der vollen Aula am Advents-Weihnachtskonzert. Und die anderen zwei, die sind nicht weit hinten dran, da werden wir dann sehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen vom Hof Wiesbad. Hinter diesen drei Pianisten steht der Foundation, also eine Stiftung. Und Maya Brandenberger wird jetzt euch zwei, drei Worte über die Stiftung verlieren, bevor wir nachher die drei Künstler werden hören. Wir erlauben uns in der nächsten Stunde, wenn das Konzert ist, keine Getränke zu servieren, damit wir eben keinen Lärm haben und das in vollen Zügen geniessen. Ich danke Ihnen vielmals, schön sind Sie hier. Geniessen Sie und ich gebe mein Wort weiter. Maya, wiederschön. Dankeschön. Guten Abend miteinander. Es fing ganz im Kleinen an, eine Freundschaft mit Pianist und Maestro Julian Troffen brachte uns in Kontakt mit talentierten jungen Pianisten. Und zwar hoch oben im Norden von Moldawa. Langsam, aber mit viel Herzblut, gelang es uns, alle auf eine Konzerttour zu nehmen. Und zuerst im kleinen Umfeld in der Schweiz und dann mit Hilfe von Freunden in Italien auf eine Reise in Italien. Und schlussendlich gelang es uns, eine kleine Konzerttour in Kalifornien zu organisieren. In 2003 verstarb meine Tochter Johanna und wir entschieden uns, eine Stiftung in ihrem Namen zu gründen. Das Ziel war und ist heute noch, jungen, talentierten Menschen Türen zu öffnen, damit sie ihr Talent weiterentwickeln können, aber auch ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können, um den Weg eines musikalischen Lebens zu erleben, zu gestalten. Sie werden heute Abend den eigen sich entwickelten Stil jedes von diesen Pianisten erleben. Dieses Jahr findet das zweite Musik-Piano-Intensiv in unserem kleinen Heimatli oberhalb von Brühlisau, ein renoviertes Bauernhaus, statt. Und da haben wir eine Idee aufgefangen von den Jungen, die sagten, in den langen Sommermonaten, in der Pause des akademischen Jahres, möchten wir einen Monat, wo wir ganz für die Musik, für das Klavierspielen da sein können. Und so haben wir dann gesagt, okay, einen Monat im Sommer stellen wir euch das Haus zur Verfügung und im Moment sind vier junge Menschen unter dem Dach und zwei Maestros. Also wir bringen jeweils einen Lehrer je für eine Woche oder zwei Wochen zu uns. Und ich möchte euch ganz kurz vorstellen, Mr. Troffen, der war ganz am Anfang, durch seine Freundschaft mit ihm haben wir Moldawa entdeckt und die jungen Pianisten. Und dann ist da heute auch das dritte Mal schon in diesem Zyklus ist Professor Beedy von der Royal Conservatory in Glasgow. Nur ganz kurz, die Klaviere sind ganz verteilt im Haus. Der große Flügel übernimmt die Stube, das hat die ganze Stube füllt er. Aber es gibt auch ein Klavier hinten in der Scheune unter dem Heuboden. Und das ist eigentlich der liebste Platz von den Jungen, weil sie sich da verziehen können. Es hat also drei Klavier im Haus und da wird einfach voll gespielt. So, ich kann nur sagen, wir freuen uns über Ihre Anwesenheit, Hotelgäste, aber auch Musikliebhaber von der Umgebung. Herzlich willkommen, ich bin dankbar, dass Sie da sind. Und ich möchte auch sagen, wir haben Gäste vom Ausland und möchte Sie auch herzlich willkommen
heißen und sogar ein paar Familieneigenmitglieder von meiner Familie sind hier. Nochmal, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass Sie hier sind und genießen Sie den Abend. Okay.
Thank you.
Thank you.
Thank you.